Einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar. Ja, mal zur ungewohnten Zeit, muss ich sagen, an einem Dienstag statt an einem Freitag. Aber wir haben auch heute ein ganz spezielles Thema, welches auch hier einmal von der Norm unserer Webinare abweicht. Wir wollen uns heute das Thema ProDeploy Client Suite anschauen und möchte Sie alle herzlich willkommen heißen dazu. Zu diesem Thema habe ich mir heute einen besonderen Gast eingeladen, den Ronny Schiller. Er ist Project Manager bei uns und zuständig im Bereich Global Services und auch entsprechend hier ja schon seit einiger Zeit darf er sich mit dem Thema ProDeploy Client Suite näher auseinandersetzen und wird Sie dann auch entsprechend hier heute durch das Thema führen. Wir haben nur wenig Slides. Wir wollen das Ganze eben wirklich sehr anschaulich gestalten. Deswegen wird das Ganze dann auch entsprechend in der Live-Umgebung passieren. Mein Name ist Stefan Richter. Ich bin Social Media und Community Manager bei der Firma Dell Technologies. Der ein oder andere kennt mich schon aus vergangenen Webinaren oder vielleicht sogar aus unserer Community von Twitter, wo auch immer. Kurzer Überblick hier nochmal zum Webinar. Wir brauchen ungefähr eine Stunde. Es kann sein, dass es ein bisschen länger dauert. Haben Sie da bitte Verständnis? Dieses Thema ist wirklich sehr, sehr umfangreich. Also falls es dann doch irgendwie nachher eine Minute oder vielleicht auch 5 Minuten länger dauern sollte, springen Sie bitte nicht gleich ab. Ich denke, das lohnt sich auf jeden Fall. Ihre Mikrofone sind stumm geschaltet. So können Sie dann entsprechend dem Sprecher folgen. Und wir nehmen das Ganze natürlich auch für Sie auf. Das heißt, sollten Sie doch zwischendurch weg müssen, dann können Sie sich das im Nachhinein nochmal anschauen. Wir laden das dann entsprechend bei uns in der Community mit hoch, auf der Seite, über die Sie gekommen sind, um sich auch entsprechend anzumelden, also auf unserer Kalenderseite in der Community. Dort finden Sie dann auch die Aufzeichnung. Kurz noch zum Tool, das GoToWebinar, weil Sie zwischendurch irgendwie eine Frage haben sollten, nutzen Sie diese Fragenfunktion. In dem Tool stellen Sie die Frage rein. Die kann auch erstmal keiner lesen, außer wir. Und wir schauen dann, wie wir das am besten beantworten. Wenn es etwas ist, was wir während des Webinars beantworten können, dann versuchen wir das natürlich direkt mitzumachen. Sollte es etwas sein, was wir vielleicht eher ans Ende verschieben, dann gehen wir zum Schluss nochmal drauf ein. Und wenn es etwas ist, was wir jetzt überhaupt nicht beantworten können, auch kein Problem. Wir haben ja dann Ihre Kontaktdaten und dann melden wir uns im Nachgang bei Ihnen. So viel erst einmal zum Generellen. Hier haben wir schon mal den Überblick, was uns erwartet. Im ersten Schritt werden wir entsprechend noch mal kurz, da wird der Herr Schiller noch mal kurz sagen, was das Gute ist an ProDeploy Client Suite und noch mal einen kurzen Überblick geben. Und dann steigen wir da an der Stelle ein. Ich würde jetzt an der Stelle schon mal an dich übergeben, Ronny. Sehr gerne. Einen wunderschönen guten Morgen zusammen erstmal. Wie der Richter schon gesagt hat, mein Name ist Ronny Schiller. Ich bin im Bereich der Dell Configuration Services Project Manager. Die Dell Configuration Services beinhalten alle Anpassungen, die an unserem System direkt während der Produktion erbracht werden können, inklusive der nachfolgenden Managed Deployment Services, also alles, was auch vor Ort mit dem System an dem jeweiligen Arbeitsplatz geschieht. Und im Endeffekt ist die ProDeploy Client Suite eine Zusammenfassung mehrerer Dienstleistungen op oder Dienstleistungsoptionen in ein günstigeres Paket, als wenn man die Dienstleistung einzeln kauft. Aktuell gibt es dabei drei Level, die wir im ProDeploy auswählen können. Wir haben einmal das Basic Deployment, das ProDeploy und das ProDeploy Plus. Und Basic Deployment sind beinhaltet Dienstleistungen, die direkt während der Produktion an dem System erbracht werden können, wie zum Beispiel die Voreinstellung der BIOS-Settings. Das heißt, Sie haben hier die Möglichkeit, Ihr System vor Auslieferung mit den BIOS-Einstellungen so anzupassen, wie Sie das nachher für Ihr eigenes Deployment benötigen und nicht, wie das im Dell-Standard ausgeliefert wird. Wir haben die Option, dass Sie ein Inventar-Aufkleber direkt auf dem System und dem Versandkarton anbringen können. Einfach um zum Beispiel die technischen Daten der Systeme wie MAC-Adresse, Service-Tag
oder andere Option als Klarschrift und Barcode auf einem Label hinterlegen zu können, einfach um das Asset Management nachher innerhalb Ihres Unternehmens zu vereinfachen. Das gleiche nachher auch für den Versandkarton. Das heißt, bei Warenanlieferung haben Sie die Option, eine schnellere Zuweisung der jeweiligen Systeme zu ermöglichen, indem Sie im Endeffekt ein weiteres Versandlabel auf den Karton anbringen und nach Ihrem Gusto anpassen können. Zusätzlich bieten wir Ihnen auch die Option technische Informationen per Standard Asset Report, also einen Bestandsbericht im Endeffekt, zu versenden. Der geht an die E-Mail-Adresse, die während der Bestellung bei uns im System hinterlegt ist und beinhaltet technische Informationen der Systeme, wie zum Beispiel Service Tag, MAC-Adresse, Inventarnummer und andere technische Daten, die Sie auswählen können. Das allerdings nur in Klarschrift und nicht in Barcode-Form. Also der Bericht kommt tatsächlich nur in der jeweiligen Klarschrift. Und weitere Optionen, die Sie im Endeffekt auswählen können, die dann allerdings einen Aufpreis nach sich zieht, ist die Installation eines Images ab Werk direkt auf dem System. Hier bieten wir Ihnen aktuell im Basic Deployment drei Optionen an. Für ProDeploy Plus kommt noch eine vierte hinzu, gehe ich gleich drauf ein. Für die drei Optionen im Basic Deployment haben wir einmal ein klassisches Standard-Image. Das heißt, hier haben Sie die Option, dass Sie uns entweder eine Vim- oder Ghost-Datei zur Verfügung stellen oder ein klassisches ISO, was im Endeffekt ein statisches Image sein sollte. Wir haben ein eigenes Dell-Tool, das sich Dell Image Assist nennt. Damit haben Sie die Option, ein dynamisches Image zu erstellen. Dynamisch heißt in dem Sinne, dass wir während der Installation beziehungsweise während der Produktion die passenden Treiber für den jeweiligen Systemtyp, den Sie bestellt haben, dynamisch hinzufügen und somit im Endeffekt sicherstellen, dass Sie basierend auf einem Image mehrere Systemtypen damit von uns während der Produktion betanken lassen können. Wir haben zusätzlich noch die beiden Provisionierungsmöglichkeiten, entweder für VMware Workspace ONE oder für Autopilot. Das sind dann im Endeffekt die drei Optionen, die im Basic Deployment Paket zur Verfügung stehen. Für das Pro Deploy kommt dann im Endeffekt zusätzlich noch die Vor-Ort-Installation der jeweiligen Systeme mit hinzu. Das heißt, hier haben Sie dann die Option, für einen On-Site-Engineer einen Termin auszumachen. Sie haben die Option, dass Sie definieren können, was genau die Arbeitsanweisung des jeweiligen Technikers sein soll. Und wir schicken dann basierend auf den Konfigurationen, die Sie uns mitgegeben haben, das angepasste System an die jeweilige Lieferadresse, die wir definiert haben von Ihnen und vereinbaren dann einen Vor-Ort-Technikertermin, um die Systeme auch physikalisch vor Ort an dem jeweiligen Arbeitsplatz oder auf der Sammelstelle zu installieren und einzurichten. Bei ProDeploy Plus kommt als Add-on dann im Endeffekt noch eine vierte Imaging-Option hinzu, die nennt sich Connected Configuration. Hier bieten wir Ihnen eine virtuelle SCCM-Umgebung an, die direkt in unserer Produktionsstätte gelagert wird. Das heißt, Sie stellen uns eine komplette virtuelle Maschine zur Verfügung und können die dann als SCCM Distribution Point nutzen, damit Sie die Systeme tagesaktuell vor Produktion bei uns auch betanken können, beziehungsweise nach der Produktion vor Auslieferung. Zusätzlich als weitere Dienstleistung an den Systemen selbst haben wir dann die Option, dass Sie eine Datenlöschung für die Altsysteme im Endeffekt in Anspruch nehmen können. Sie bekommen von uns in dem Fall die entsprechenden Lizenzen für eine Datenlöschung, die basiert auf der Anzahl der Systeme, die Sie neu bestellt haben. Das heißt, haben Sie 10 Systeme neu bestellt, können Sie 10 Altsysteme über die Datenlöschung dann im Endeffekt bereinigen und die Lizenzen werden Ihnen dann nachher im Tag direkt mit angezeigt und so können Sie dann im Endeffekt auch ganz sauber Altsysteme sicheren Gewissens an die Sammelstelle übergeben, damit die entsprechenden Daten dann nicht mehr physikalisch im jeweiligen System vorhanden sind und das Ganze dann auch mit einem entsprechenden Zertifikat von uns versehen zur Abheftung innerhalb Ihres Unternehmens, falls da irgendwelche Fragen auftauchen, was denn mit den Altsystemen passiert ist. Zusätzlich im ProDeploy Plus, das ist vielleicht auch ein ganz interessanter Punkt, bekommen Sie auch Trainingsgutscheine von uns. Das heißt, Sie können an entsprechenden Dell Education Services teilnehmen und haben im Endeffekt die Möglichkeit, Ihre internen Mitarbeiter auf verschiedene Trainingsfunktionen oder Trainingsrollen zu
zertifizieren auch. Das heißt, Sie bekommen im Endeffekt einen Gutschein, suchen sich in unserer Learning Academy aus, welche Dell-Dienstleistungsoptionen Sie dort in Anspruch nehmen wollen, beziehungsweise welche Trainings Sie absolvieren wollen, und bekommen dann je nach Training entsprechend auch die entsprechenden Zertifikate für Ihren Mitarbeiter, um dann weiteren Support-Dienstleistungen zum Beispiel auch die entsprechende Manpower bereitstellen zu können, damit sie dort in verschiedene Servicerollen dann auch übernommen werden können. Das ist im Endeffekt ein grober Überblick der einzelnen ProDeploy-Pakete. Falls Sie nicht genau wissen, was die beste Option für Sie ist, treten Sie bitte immer direkt mit Ihrem Account Manager bei Dell in Kontakt. Der weiß, wie er unsere Service-Sales-Kollegen ansprechen kann, um eine Vorabberatung zu machen. Und wenn es dann in die Tiefe geht, gibt es immer einen Dell Engagement Manager. Das ist im Endeffekt einer unserer Kollegen aus dem Configuration Services-Umfeld, der sich mit Ihnen dann in Verbindung setzt, die Anforderungen bespricht und dann auch schaut, wie die entsprechenden Definitionen am besten umgesetzt werden können. Denn die Grundlage für alle Daten, die Sie an uns übermitteln, für alle Pakete ist TechDirect. TechDirect ist im Endeffekt eine Online-Plattform, die Dell Ihnen zur Verfügung stellt, um unter anderem die Vorabkonfiguration der Systeme bereits auf einer Online-Plattform zu hinterlegen, damit wir dann auch wissen, wie die entsprechenden Anpassungen überhaupt aussehen sollen. Und das schauen wir uns jetzt direkt mal an. Stefan, wenn du mir mal die Macht geben möchtest. Für eine Erstbestellung bei TechDirect bekommen Sie immer auch gleichzeitig die Anmeldeinformationen für das TechDirect-Portal mitgeschickt. Das heißt, der Ansprechpartner, den wir bei unserem Auftragseingang als Ansprechpartner hinterlegt haben, bekommt auch die Anmeldeinformation für TechDirect. Das vielleicht für Sie zur Information. Wenn die Finanzabteilung bei Ihnen die Systeme immer bestellt, dann geht auch an die E-Mail-Adresse der jeweiligen Abteilung die Einladung für TechDirect. Das Portal ist in der Regel innerhalb von 24 Stunden zu besuchen, um die Registrierung abzuschließen. Falls das nicht klappt, können Sie sich gerne mit uns in Verbindung setzen. Dann schicken wir Ihnen im Endeffekt nochmal eine neue Einladung raus. Nur damit Sie schon mal gehört haben, dass eine automatische E-Mail kommt, sobald ein Pro-Deploy-Paket bzw. auch ein Basic-Deployment-Paket bei uns bestellt worden ist. Und Sie noch keinen TechDirect-Zugang haben, bekommen Sie immer gleichzeitig auch eine Anmeldeinformation, damit diese nicht im Unternehmen verloren geht. Einfach mal schauen, dass kurz nach Bestelleingang im Endeffekt nochmal nachgeschaut wird, ob da eine E-Mail von einem info@techdirect-Admin-Account gekommen ist. Sie können allerdings auch direkt auf techdirect.dell.com gehen und sich vorab registrieren, ohne dass Sie bereits einen Bestelleingang bei uns hinterlegt haben oder ohne dass Sie ein Pro-Deploy-Paket bei uns gekauft haben. Das hat den Vorteil, dass wir im Endeffekt die gleichen Schritte durchgehen, die ich Ihnen jetzt gleich zeige. Sie haben nämlich nach der Anmeldung auf der Webseite die Möglichkeit, in der ProDeploy Client Suite eine sogenannte Vorkonfiguration vorzunehmen. Das heißt, Sie sehen, bei mir im Account ist jetzt auch hinterlegt, dass ich bisher keine Bestellung habe. Das heißt, alles, was hinterlegt ist, wird mit einer Fehlermeldung für mich sichtbar, dass ich entsprechende Optionen in meinem Portal nicht freigeschaltet habe. Was aber immer funktioniert, ist die sogenannte Pre-Configure oder Vorkonfiguration. Damit stellen wir im Endeffekt sicher, dass Sie Ihre technischen Informationen bereits hinterlegen, bevor Sie die Bestellung bei uns einkippen, wenn es schnell gehen muss. Das heißt, Sie haben vorab schon die Möglichkeit, die entsprechenden technischen Daten bei uns zu hinterlegen. Und bei Bestelleingang können wir diese dann schnellstmöglich umsetzen. Der Standardprozess für eine Pro-Deploy-Bestellung sieht allerdings so aus, dass Sie im Endeffekt den Auftrag an Dell erteilen. Dann bekommen Sie die Anmeldeinformationen für TechDirect, welche schon Ihre Firmendaten enthält, und haben in dem Portal selbst dann auch schon eine Auftragsnummer hinterlegt mit den entsprechenden Service-Dienstleistungen, die in dem Auftrag hinterlegt sind, und können dann entsprechend dem bestellten Service-Level auch die einzelnen Schritte durchführen. Das heißt, wenn wir in der Vorkonfiguration sind, sind keinerlei Informationen hinterlegt und wir müssen diese jetzt manuell im Endeffekt für das Tool hinterlegen. Das fängt damit an, dass wir die jeweilige Länderregion auswählen, in welcher wir uns befinden. Das hat für das Tool selbst den Hintergrund, dass wir schauen, ob die Lieferadressen übereinstimmen. Das heißt, eine Bestellung aus Deutschland sollte auch mit einem deutschen Account konfiguriert werden. Ansonsten
haben wir das Thema, dass die Hauptniederlassung, die sie definiert haben, dann eventuell in einem anderen Land sitzt. Das ist immer ein bisschen schwierig, weil wir den Account dann umstellen müssten. Von daher für die Vorkonfiguration bitte auch das entsprechend korrekte Land auswählen. In unserem Fall ist das Deutschland. Als nächstes wäre das Service Level dran. Auch hier die drei Auswahlmöglichkeiten zwischen Basic Deployment, Pro Deploy und Pro Deploy Plus. Falls Sie nicht mehr sicher sind, welche jeweiligen Dienstleistungen in den einzelnen Paketen hinterlegt sind, können Sie die entsprechende Übersicht auch nochmal direkt über das Tool aufrufen und sehen im Endeffekt die gleichen Daten, die wir Ihnen gerade gezeigt haben und können jetzt nochmal eine Entscheidung treffen, okay, statt dem Pro Deploy nehme ich doch lieber das Pro Deploy Plus, einfach um Connected Configuration über den SCCM umzusetzen. In unserem Fall nehmen wir auch Pro Deploy Plus, suchen uns dann das entsprechende System aus, was für uns in Frage kommt. Bleiben wir im ganz klassischen Desktop-Segment und nehmen unseren 3070 Micro mit einem System, einfach um Ihnen die jeweiligen Tools zu zeigen und auch wie die Einstellungen aussehen. Add-ons sind dann im Endeffekt Zusatzdienstleistungen, die Sie direkt im Tool auswählen können, die allerdings zusätzlich auch von den Kosten her berechnet werden. Das heißt, wir haben die Möglichkeit eines On-Site-Packaging-Removal, bedeutet im Endeffekt nichts anderes, als dass alle Kartonage und alle Füllmaterialien, die bei einer Anlieferung von uns entstehen, auch von uns wieder abgeholt werden. Und wir haben eine sogenannte On-Site-Application-Installation. Das ist im Endeffekt ein Zusatz, den wir anbieten, falls die Installation einzelner Applikationen in Ihrem Image nicht remote stattfinden kann, beziehungsweise nicht in automatisches Staging gesetzt werden kann, sondern vor Ort beim jeweiligen Endanwender installiert werden muss, weil dort zum Beispiel spezielle Accounts angegeben werden. Dann haben Sie die Möglichkeit, das hier als Add-on mitzunehmen und bei jedem Hinweis im Endeffekt hinten dieses kleine Informationskästchen nochmal, was Ihnen auch zeigt, was die jeweiligen Optionen der einzelnen Add-ons zum Beispiel sind. In unserem Fall lassen wir die beiden Themen einfach raus, weil wir das für den Fall jetzt nicht benötigen. Sie haben jetzt in Ihrer Übersicht hier ein leeres Fenster. Da ich in dem Tool schon öfter gearbeitet habe, haben wir hier schon mehrere vorkonfigurierte Aufträge hinterlegt. Für die Neukonfiguration einer Auftragsnummer haben Sie unten immer die Angabe der jeweiligen Projektdefinition. Das heißt, Sie müssen in einer komplett leeren TechDirect-Umgebung ein neues Projekt definieren, was dann im Endeffekt auch die Grundlage für die weiteren Konfigurationsmöglichkeiten ist. Das Gute ist, dass er mich jetzt hier nichts installieren lässt. Das ist sehr gut. Dann kann ich Ihnen gleich einen sehr wichtigen Hinweis mitgeben. In dem Tool selbst haben Sie die Möglichkeit, den Zurück-Button im Browser zu nutzen. Dieser sorgt allerdings in allen Browsern außer Google Chrome dafür, dass sich die Webseite ausloggt. Das heißt, sind Sie jetzt an so einem Punkt wie ich gerade, wo Sie feststellen, irgendwas ist in dem Tool nicht so, wie es sein soll und ich müsste gerne einen Schritt zurückgeben, nutzen Sie entweder oben das kleine Breadcrumb-Menü oder in Chrome können Sie tatsächlich auch den Zurück-Button benutzen. Bei allen anderen Browsern, wie gesagt, lockt Sie das Tool automatisch aus. Ich habe mir angewöhnt, die Breadcrumbs zu nutzen, einfach um es mir selbst anzutrainieren. Das ist halt im Endeffekt eine Gewöhnungssache in dem Tool. Und wenn man es einmal drin hat, dann kann man recht gut damit arbeiten. Ah, das ist hervorragend. So, wir wollen ein neues Projekt anlegen. Und haben das Webinar vom 20.08. Für die Projektdefinition. Für Sie zum Verständnis. Ein Projekt in TechDirect beinhaltet alle Grundkonfigurationen der jeweiligen Systeme. Das heißt, alle fabriknahen Dienstleistungen werden hier definiert, inklusive der jeweiligen Vorortdienstleistungen, falls ein Pro Deploy oder ein Pro Deploy Plus ausgewählt worden ist.
Als Hinweis an der Stelle arbeiten Sie erstmal mit dem Tool, mit einem Probeprojekt, um einfach ein Gefühl dafür zu bekommen, wie Sie das Management nachher innerhalb Ihrer Umgebung umsetzen. Ich habe verschiedene Kundenszenarien erlebt, die dann die jeweiligen Projektdefinitionen zum Beispiel entweder nach den jeweiligen Sites gerichtet haben, also nach den Niederlassungen, wo die Systeme dann installiert werden sollen, um eine Übersicht in TechDirect zu haben. Ich habe aber auch Kunden, die sagen, okay, die Niederlassungen sind uns eigentlich egal, wir möchten das gerne nach Systemtypen sortieren. Das heißt, da gibt es dann für die Projektdefinition auf dem höchsten Level, auf dem wir uns jetzt befinden, die verschiedenen Systemtypen, also Workstations, Desktops, Mobiles etc. Und dort werden dann die Konfigurationen hinterlegt. Das ist recht unterschiedlich und im Endeffekt davon abhängig, wie die Prozesse bei Ihnen im Unternehmen aussehen. Wie gesagt, machen Sie beim ersten Projekt einen Test, um zu schauen, wie die Übersicht nachher auch aussieht und dann ein Gefühl dafür zu bekommen, wie Sie das am günstigsten für Ihr Szenario dann auch umsetzen. Die Projektbeschreibung bietet sich immer an, gerade wenn Sie in größeren Unternehmen arbeiten, mit mehreren Niederlassungen und nachher auch verschiedene Administratoren bzw. Techniker im TechDirect hinterlegen, die alle zum Beispiel solche Vorabkonfigurationen übernehmen können, macht es Sinn, sich direkt anzugewöhnen, eine Beschreibung für das jeweilige Projekt zu hinterlegen. Ist im Endeffekt ähnlich wie in der Softwareentwicklung. Wenn Sie eine Dokumentation für Ihren Quellcode schreiben, ist es für andere einfacher, diesen zu übernehmen, als wenn einfach nur ein Projekt mit einem kryptischen Abkürzungsnamen hinterlegt ist, mit dem ein Kollege von Ihnen dann zum Beispiel nichts anfangen können oder mit dem Sie im besten Fall nach 6 Monaten auch nichts mehr anzufangen wissen. Deswegen Testbestellung für das Webinar und dann erstellen wir unser erstes Projekt in TechDirect. Sie haben nun im Endeffekt die Übersicht der einzelnen Dienstleistungen. Das heißt, wir haben in unserem Dienstleistungspaket verschiedene Optionen hinterlegt und können jetzt auswählen, mit welchen Daten wir unser Projekt füllen wollen. Standardmäßig ausgefüllt ist der Inventarreport. Wir wollen in unserem Fall aber das volle Programm und schauen im Endeffekt, welche Optionen wir beim Imaging haben. Wir haben entweder ein angepasstes Image oder ein generisches System-Image. Das heißt, entweder stellen Sie uns ein Systemabbild Ihrer Umgebung zur Verfügung oder Ihres Systems, oder Sie nutzen ein sogenanntes generisches Image von Dell. Das ist im Endeffekt eine Dell OEM-Lizenz ohne Trialware, das heißt ohne 90 Tage Antivirus etc., sondern es ist wirklich ein nacktes, in Anführungszeichen, Windows 10, was keinerlei Bloatware enthält. Sie haben die Möglichkeit, die Provisionierung über Autopilot oder Workspace ONE auszuwählen. Oder Sie möchten die Tastsequenz über VPN zur Verfügung stellen. Das ist dann im Endeffekt der sogenannte Connected Configuration Service, wo im Endeffekt die SCCM-Umgebung bei uns während der Produktion direkt Zugriff auf die Systeme bekommt. Der klassische Weg über ein vorab installiertes Image sieht so aus, dass wir während der Produktion anstelle des Dell OEM-Images Ihr angepasstes Image installieren und die Systeme dann damit ausgeliefert werden. Für die Provisionierung ganz klar, bei Autopilot werden die Systeme vorab in der Azure AD von Ihnen registriert, sodass die vor Erreichen der Systeme im Endeffekt die Provisionierung bereits über Intune oder alternative Lösungen starten können. Für Workspace ONE haben wir im Endeffekt die Option, dass wir die Applikationspakete bereits auf den System installieren und nachher bei Auslieferung dann die jeweilige Provisionierung vor Ort bei dem Endanwender stattfindet und dann die entsprechenden Deltas nur noch übertragen werden müssen. Und wie gesagt, Connected Configuration ist nochmal eine Welt für sich, in der wir die virtuelle Maschine von Ihnen hosten und Sie damit im Endeffekt einen ausgelagerten Distribution Point zur Verfügung haben, den Sie selbst steuern, den wir nur in Anführungszeichen für die jeweilig produzierten Systeme zur Verfügung stellen. Als zweite Option in den Dienstleistungsfenstern sehen Sie im Endeffekt die On-Site-Installation. Das heißt, alles, was wir uns jetzt angeschaut haben,
findet während der Produktion statt, auch wenn die Connected Config erst danach in den Prozess eingebunden wird, ist es für uns noch vor Auslieferung der Systeme, damit innerhalb der Produktion. Für die On-Site-Installation ist dann im Endeffekt genau die Option, dass die Systeme bei Ihnen vor Ort installiert werden sollen und hier mit den Schaltern die einfache Möglichkeit zu sagen, ja, ich möchte diese Dienstleistung oder nein, ich möchte diese Dienstleistung für dieses Projekt, was wir jetzt gerade erstellen, nicht in Anspruch nehmen. Wir schauen uns das natürlich an und nehmen die entsprechenden Dienstleistungen mit rein. Auch hier die Option, dass wir entweder Daten von dem Altsystem mit übernehmen sollen oder nicht und dass wir Daten von dem Altsystem löschen sollen, sofern diese übertragen worden sind oder eben nicht. Wir nehmen beide Optionen mit und schauen uns an, wie das Ganze dann umgesetzt wird. Für die einzelnen Eingaben, die Sie innerhalb des Portals hinterlegen, gibt es dann auch immer noch eine Überprüfung. Das heißt, das Tool schaut sich an, welche Option Sie ausgewählt haben und gibt dann, so wie jetzt, eine Meldung aus, die im Endeffekt nochmal eine kurze Zusammenfassung enthält oder falls irgendwelche Dienstleistungen nicht angewählt worden sind, hier nochmal der Hinweis später, ob das Ganze denn tatsächlich ausgewählt werden soll oder ob es deaktiviert bleiben soll. Nach der Auswahl der einzelnen Dienstleistungen, die wir für das Projekt übernehmen wollen, kommen wir auf die Workspace-Seite. Das ist im Endeffekt die Übersicht der einzelnen Dienstleistungen, die Sie an dem System hinterlegen können. Das sieht jetzt erstmal sehr vollgestopft aus, ist aber relativ strukturiert. An der linken Seite befinden sich die einzelnen Dienstleistungen, die Sie vorher ausgewählt haben. Und mit einem Klick auf die jeweiligen Leistungen bekommen Sie dann die Option, was denn genau passiert werden oder was denn genau mit dem System umgesetzt werden soll. Das heißt, wir schauen uns jetzt an, dass wir für die BIOS-Einstellung der Systeme im Endeffekt ein Template hinterlegen können. Das heißt, hier sehen Sie die Projektübersicht mit der Kennzeichnung, dass es sich um ein BIOS handelt. Sie können auch diese Daten noch editieren, falls zum Beispiel die Projektbeschreibung eben nicht mit dem Template für die BIOS-Settings übereinstimmen soll. Haben wir jetzt hier die Option, dass wir anstelle der Webinar-BIOS die Desktop-BIOS-Settings hinterlegen. Wir möchten ein neues Template erstellen und haben bisher keine Optionen ausgewählt. Also schauen wir uns an, was für Möglichkeiten wir denn der Konfiguration haben. Sie sehen jetzt in dieser Ansicht, in der Standardansicht, dass alle Optionen deaktiviert sind. Sie haben zwar bei General die Option, eine Auswahl zu treffen, das entspricht aber nicht dem, was Sie sonst innerhalb der Systeme sehen. Die Ansicht, die Sie hier vorfinden, entspricht eins zu eins dem Setup, was unser BIOS für die Systeme auch im Endeffekt hinterlegt hat. Das heißt, haben Sie ein Testsystem bereits in Ihrer Umgebung so eingestellt, wie Sie das gerne von uns ab Werk auch bekommen möchten, ist es relativ einfach, das Template hierin zu übernehmen, indem Sie die einzelnen Optionen einfach durchgehen und die Einstellungen anpassen. Bitte übernehmen Sie auch nur die Änderungen der Einstellungen. Sie haben generell innerhalb dieser Übersicht die Möglichkeit, alle BIOS-Settings anzupassen. Das macht aber nur bedingt Sinn mit dem Hintergrund, dass jede Anpassung in der Fabrikumgebung von Dell, wenn zum Beispiel BIOS-Settings mit einer neuen BIOS-Revision entfernt werden oder wenn Einstellungen geändert werden, die nicht mehr dem Default entsprechen, dann haben Sie mit Ihrem Template im Endeffekt immer das Thema, dass wir da nochmal dran arbeiten müssen, beziehungsweise dass Sie die entsprechenden Optionen im Template nochmal anpassen müssen. Daher mein Hinweis, für BIOS-Einstellungen wirklich nur die Einstellungen anpassen, die im Endeffekt auch notwendig sind. Die Gesamtübersicht, wir sehen es, sind die Optionen, die wir ab Fabrik anbieten können. Wie schon gesagt, in der Übersicht, die eins zu eins dem BIOS-Layout entspricht. Klassiker wären halt in dem Moment zum Beispiel Wake on LAN. Wenn keine Option ausgewählt ist, so wie das in dem Tool jetzt hier hinterlegt ist, liefern wir immer mit den Dell Default-Fabrikseinstellungen aus. Wenn Sie jetzt hier reingehen und sagen, ich möchte immer LAN mit Pixie-Boot aktiviert haben, dann sehen Sie, dass die Auswahl hinterlegt ist. Und wenn wir auf den dann blau hinterlegten Hinzufügen-Knopf drücken, sehen Sie oben in der Gesamtübersicht auch die entsprechenden Einstellungen hinterlegt. Das ist ganz wichtig. Wenn Sie BIOS-Einstellungen definieren, bitte nicht nur die entsprechende Option auswählen und dann sagen, das passt schon
oder auf Speichern drücken, sondern Sie sehen, ich habe jetzt im Endeffekt das Template gespeichert, aber die Einstellung nicht hinzugefügt. Also sehe ich in meiner Gesamtübersicht weiterhin nur Wake on LAN. Ich muss jetzt nochmal den blauen Hinzufügen-Button begnügen, damit die entsprechende Einstellung dann auch gespeichert wird. Das nur als Hinweis. Ich habe viele Kunden schon gesehen, die im Endeffekt stundenlang BIOS-Settings in dem Tool hinterlegt haben und dann aber vergessen haben, die entsprechende Option zu hinterlegen. Von daher vorab als Hinweis bitte immer schauen. In dem grau hinterlegten Kästchen sind die Einstellungen angezeigt, die auch tatsächlich bei uns ankommen. Wenn Sie damit durch sind, im Endeffekt können Sie direkt zum nächsten Schritt übergehen. Das wäre dann in unserem Beispiel das System Label. Hier zwei Optionen. Entweder Sie nutzen ein Label, was Dell bereits von Ihnen in Ihrem TechDirect-Account hinterlegt hat. Oder Sie sagen, ich möchte ein komplett neues Label übernehmen. Auch hier wieder die Möglichkeit, das Label zu benennen. Das wird Sie in jedem einzelnen Unterpunkt noch begleiten, einfach weil Sie vom Verständnis her für Sie innerhalb des Tools jetzt verschiedene Templates hinterlegen, die zwar in dieser Projektdefinition erstellt werden, die aber auch in anderen Projekten nachher genutzt werden können. Das heißt, wir haben jetzt eine Projekterstellung für das Webinar heute hinterlegt, die auch die einzelnen Templates beinhaltet. Ich könnte jetzt aber morgen zum Beispiel hergehen und sagen, für ein Webinar vom 21.8. möchte ich dann bitte die bereits hinterlegten BIOS-Einstellungen nutzen. Das schauen wir uns mal gleich an. Desktop-Labels. Nach der Definition des Namens, im Endeffekt die Auswahl, ob es ein Standard-Label von Dell sein soll. Klassiker hierbei zum Beispiel das Pro Support Label oder das Pro Support Plus Label. Das sind im Endeffekt die Designs, die wir als Dell bereits für Sie hinterlegt haben. Sie bekommen eine kurze Zusammenfassung der jeweiligen Label-Information, das heißt, was ist eigentlich auf dem Label drauf, und können dann definieren, welche Vorauswahl Sie treffen wollen. Oder Sie sagen, ich möchte gerne ein Label selbst designen. Hier haben wir die Möglichkeit, die drei Label-Optionen auszuwählen. Das heißt, wir haben entweder ein kleines weißes Label, was nur schwarz und weiß bedruckt werden kann. Wir haben das silberne Medium-Label, so wie es bei uns heißt. Das ist im Endeffekt das klassische ProSupport-Label zum Beispiel. Und wir haben ein mittleres weißes Label, was dann in Farbe hinterlegt werden kann. Und da schauen wir auch gleich direkt mal die Option an. Denn hier bekommen Sie zusätzlich zu dem Design der jeweiligen Felder auch die Option, wie denn die Farben aussehen sollen. Das heißt, wir haben verschiedene Optionen, die wir Ihnen hier anbieten. Sie können dann die einzelnen Daten der jeweiligen Felder zum Beispiel auch mit den entsprechenden Corporate Designs bei Ihnen definieren. Wenn Sie zum Beispiel blau und nehmen wir das mal rot und grün. Dann gibt es auch hier den Hinweis, falls zufällig diese Farbkombination bei Ihnen gewünscht wird, dass die eventuell Schwierigkeiten verursacht bei der Lesbarkeit, denn ein grüner Hintergrund mit rotem Text könnte durchaus zu Erkenntnisschwierigkeiten führen. Das hat den Hintergrund, dass wir im Endeffekt auch auf Feedback unserer Kunden gehört haben. Es gibt tatsächlich Kunden, die verschiedene Kombinationen probiert haben, die haben suboptimal funktioniert. Da sagt Ihnen das Tool einfach nochmal zur Sicherheit, okay, diese Kombination ist vielleicht ein bisschen grenzwertig gut. Die weiteren Punkte sind dann im Endeffekt die Definition der einzelnen Informationen, die in jedem Feld auftauchen sollen. Hier sehen Sie dann die mögliche Auswahl der einzelnen Punkte, die auf dem Label hinterlegt werden sollen. Das heißt, wir haben entweder eine blanke Zeile, falls Sie zum Beispiel Abstand zwischen einzelnen Informationen lassen sollen. Sie können einen Fixtext hinterlegen. Das wäre dann zum Beispiel die Möglichkeit, die Support-Hotline zu hinterlegen, die dann auf dem Label mit angezeigt wird. Sie bekommen auch hinten immer die jeweilige Sample-Value, das heißt ein Beispiel, wie das dann auf dem Label aussehen soll, nochmal angezeigt. Für ein Logo wird Ihnen automatisch angeboten, die entsprechende Logo-Datei hochzuladen. Auch hier die Information, welches Format wir präferieren, beziehungsweise in welchem Format das Logo dann auch gut aussieht. Also 300 DPI und ein PNG darf es gerne sein.
kleinere Bilder, die zum Beispiel gestreckt werden müssen, sehen dann auf einem Inventarlabel nicht ganz so schön aus. Daher nehmen Sie tatsächlich das hochauflösendste Foto, was Sie haben, um einfach sicherzugehen, dass wir das sauber skalieren können. Ansonsten weitere Informationen, die während der Produktion von uns zur Verfügung gestellt werden, zum Beispiel die Onboard-MAC-Adresse und hier dann immer auch die Auswahl, wie das jeweilige Feld denn umgesetzt werden soll. Das heißt, wir haben entweder Label und Value, das bedeutet in Deutsch im Endeffekt die Bezeichnung. Das wäre dann in dem Fall MAC-Adresse, Doppelpunkt und der Wert, also die eigentliche MAC-Adresse. Wir haben die Möglichkeit, nur den Text zu wählen, also da würde dann stehen MAC-Adresse. Ist in dem Fall nicht ganz sinnhaft, aber bei der Kundennummer zum Beispiel wird es vielleicht reichen. Wir haben die Möglichkeit, nur den Wert anzugeben. Das wäre dann in dem Fall der MAC-Adresse, wirklich nur die hexadezimale Angabe der MAC-Adresse. Barcode und Wert, Barcode only, also nur der Barcode oder die Bezeichnung und Barcode. Falls Sie jetzt gerne zum Beispiel MAC-Adresse, Doppelpunkt, den jeweiligen Wert und dann den Barcode anzeigen möchten, nutzen Sie bitte die Option, dass Sie in der ersten Zeile auswählen, Label und Wert und erst in der zweiten Zeile dann Barcode only, damit Sie dann im Endeffekt einmal die Informationen in Klarschrift vorliegen haben und dann darunter in der nächsten Zeile direkt den Wert als Barcode, damit das Ganze dann auch mit den handelsüblichen Scannern noch einlesbar ist. Auch hier im Endeffekt der Hinweis, Barcodes können von uns skaliert werden. Es gibt allerdings Informationen, wenn Sie zum Beispiel in einen Fixed-Text einen Roman reinschreiben, der dann auch noch als Barcode hinterlegt werden soll, kann es dazu führen, dass diese Übereinstimmung mit Label Breite und Barcode Länge nicht funktioniert und dann irgendwas abgeschnitten wird. Also da bitte auch schauen, dass das sinnhaft hinterlegt ist. Unsere Kollegen überprüfen das sowieso während der Produktion alles nochmal. Das heißt, wir haben direkt im Werk Kollegen im Engineering sitzen, die alle Eingaben, die sie an uns übermitteln, nochmal überprüfen, ob das auch in unserer Fabrikumgebung funktioniert. Und spätestens an dem Zeitpunkt würde dann eine E-Mail von uns an Sie herausgehen, dass zum Beispiel der Barcode zu lang ist und dass wir im Endeffekt nochmal eine Anpassung vornehmen müssen. Aber hier einfach schauen, dass es vorab auch schon nach bestem Wissen und Gewissen funktioniert. Nach der Auswahl der jeweiligen Felder haben Sie dann noch die Option zu sagen, auf welcher Seite und auf welcher Position des Systems die entsprechenden Label zum Beispiel angebracht werden sollen. Standardseite von uns ist systemabhängig. Das heißt, wir haben für jeden Systemtyp im Endeffekt die Standard-Label-Seite definiert. Und wenn Sie das erste Mal in das Tool reingehen, wird Ihnen immer der Dell-Standard vorgeschlagen, wo wir denken, es ist am sinnvollsten, ein Label anzubringen und wo es auch während der Produktion geht. Das wäre zum Beispiel bei dem Mikroformfaktor, also bei den ganz kleinen Systemen, auf der rechten Seite, auf der rechten Gehäuseseite, oben links von der Gehäuseseite aus gesehen. Und im Bild sehen Sie dann im Endeffekt auch nochmal, wie das Ganze dann an dem System aussehen würde. Mit den jeweiligen Optionen haben Sie dann im Endeffekt das Template abgeschlossen. Wenn Sie jetzt zum Beispiel sagen, wir sind in einem anderen Projekt unterwegs und wir wollten eigentlich ein bereits bestehendes Template benutzen, dann die dritte Option in der Auswahl, die Möglichkeit, ein bestehendes Label bereits zu verwenden. Auch hier das wunderschöne Beispiel mit rotem Text auf grünem Hintergrund. Und Sie sehen dann im Endeffekt, dass in dem bestehenden Template die Daten bereits übernommen worden sind. Wir haben hier MAC-Adresse mit Barcode und Value ausgewählt. Für den Systemtyp, den Sie jetzt definiert haben, wird Ihnen die entsprechende Location angezeigt und Sie haben dann die Möglichkeit, das Template, was Sie zu einem vorherigen Zeitpunkt erstellt haben, für die jetzige Projektdefinition zu übernehmen. Das ist der Punkt, den ich vorhin angesprochen habe. Eine erstmalige Projekterstellung in dem Tool sorgt im Endeffekt dafür, dass Sie alle Templates einmal ausfüllen müssen.
Sie können diese Templates aber später für andere Projekte weiterverwenden, falls sich nichts ändert. Falls sich was ändert, können Sie das Template jederzeit auch in dem Tool laden und dann anpassen und als neues Template speichern. Das einfach zum Verständnis, wie das Tool funktioniert, weil es manchmal ein bisschen umständlich ist, sich da reinzufuchsen. Nachdem wir das Systemlabel definiert haben, kommt dann im Endeffekt dasselbe nochmal für den Versandkarton. Den Schritt überspringe ich jetzt ganz kurz, weil wir sonst sehr wenig Zeit haben am Ende. Ganz wichtig, wenn Sie ein Image mit Dell verwenden möchten, egal welche Option, also sei es Connected Config, sei es Provisioning über Workspace ONE oder ein statisches oder dynamisches Image, Sie müssen für solche Anfragen immer die sogenannte Software Compliance ausfüllen. Gibt auch noch mal eine Übersicht, was das eigentlich ist. Im Endeffekt für Sie als Information, wir unterliegen als amerikanisches Unternehmen den amerikanischen Exportbedingungen und müssen bei jedem fremd installierten Image während unserer Produktion oder vor Auslieferung der Systeme sicherstellen, dass keine Komponenten innerhalb der Softwareumgebung Schaden am amerikanischen Staat oder Volk zufügen sollen. Und Sie bestätigen uns mit dieser Software Export Compliance, dass Sie keine Software zur Atomwaffensteuerung innerhalb Ihres Images hinterlegt haben, sondern dass Sie nach bestem Wissen und Gewissen einen Standard-Image-Prozess mit uns fahren, der eben keinerlei Schädigung von fremdem Eigentum oder Personen nach sich zieht. Das zur Information. Es wird auch kein Image in unseren Systemen ausgeliefert, wenn Sie diese Software Compliance nicht bestätigt haben. Ich habe das jetzt direkt aktiviert. In dem Tool selbst ist es so, dass Sie, bevor Sie zusagen können, auch erstmal lesen müssen. Also Sie müssen einmal mindestens runterscrollen und erst dann haben Sie die Möglichkeit, die AGBs zu akzeptieren. Für Connected Configuration. Ein Punkt, den Sie in der Vorabkonfiguration gerne anschauen können. Ich empfehle für jede Connected Config allerdings direkt das Gespräch mit uns vorab, weil es verschiedene Bedingungen gibt, die auch vorab erst geprüft werden müssen. Das heißt, wir müssen schauen, ob Ihre Firewall zum Beispiel die Ports freigegeben hat, ob Sie Zugriff auf die virtuellen Maschinen bekommen, wie groß dürfen die virtuellen Maschinen sein, was soll alles drin sein, etc. pp. Das sind alles Informationen, die können Sie uns vorab in dem Tool bereits mitgeben. Es findet aber immer ein Kickoff-Call mit einem sogenannten Onboarder statt. Und dieser Onboarder von Dell sorgt im Endeffekt dafür, dass alles, was Sie hier technisch in dem Tool hinterlegt haben, sowieso nochmal manuell überprüft wird. Von daher können Sie das als Template nutzen, aber es ist durchaus sinnvoller, das im Gespräch mit einem unserer Kollegen umzusetzen, weil es einfach treffender ist, wenn Sie die entsprechenden Informationen zum Beispiel in einem Telefongespräch gleich variieren und anpassen können, als wenn Sie 20 Mal das Template ausfüllen. Eine Option, die immer im TechDirect für die jeweiligen Systemdetails hinterlegt ist, ist der sogenannte Online First Article. Das ist eine Option, die wir Ihnen anbieten, um ein BIOS oder ein vorab installiertes Image auf einem Testsystem zu installieren und für Sie per Remote-KVM-Verbindung zur Verfügung zu stellen. Das bedeutet, wir arbeiten im Endeffekt in einer Vorproduktionsstufe. Wir nehmen Ihr Image, wir nehmen Ihre BIOS-Anpassung und alles, was Bestandteil der Produktion sein soll, packen das auf ein Testsystem von Dell. Sie bekommen einen Zugang über einen KVM, können ab BIOS-Ebene schauen, sind die BIOS-Einstellungen so, erstens so, wie Sie das hinterlegt haben oder gibt es noch Anpassungswünsche. Und Sie können dann direkt auf dem System in das Image reinbooten, um zu schauen, ob zum Beispiel die Installation auf unserem System so funktioniert hat, wie Sie das mit Dell Image ist es zum Beispiel auf Ihrem physikalischen Testsystem umgesetzt haben oder wie Sie das in Ihrer Testumgebung bei sich intern auch umgesetzt haben. Ich empfehle das tatsächlich für die Image-Installation mitzunehmen, einfach um einen Test fahren zu können. Wenn Sie sagen, Sie haben im Image sowieso einen Domain-Join zum Beispiel drin, wo es keinen Sinn macht, das Ganze remote anzuschauen, dann lassen Sie diese Option weg. Lassen Sie sich bitte ein Testsystem über unsere Vertriebskollegen
also ein physikalisches Testsystem über unsere Vertriebskollegen buchen und testen das dann damit vor Ort. Für alles andere, wenn Sie sagen, Domain Join brauche ich nicht, das ist eh für unsere Außendienstler, die arbeiten alle autark zum Beispiel, dann wäre das die Option, um zum Beispiel zu schauen, dass die Image-Installation sauber geklappt hat, dass der Systemstart funktioniert und das alles im Endeffekt dem entspricht, wie Sie das gerne auch möchten, um im Nachgang im Endeffekt einfach dafür zu sorgen, dass keine unerwarteten Überraschungen im Endeffekt auf Image-Seite auf Sie zukommen. Mit dem Abschluss des Online-First-Artikel haben wir dann auch die Build-Details abgeschlossen, 4 von 6. Das heißt, wir haben die Connected Config nicht ausgewählt und wir haben das Shipbox-Label aktuell nicht ausgewählt, sind aber ansonsten soweit durch. Sie werden sich jetzt vielleicht fragen, wo denn der Inventarreport ist, der Bestandteil von allen Paketen ist. Da gibt es eine ganz einfache Lösung, der ist einfach immer mit dabei. Das heißt, innerhalb des Templates haben Sie keine Möglichkeit, den Report anzupassen, sondern es gibt den sogenannten Standard-Report, der beinhaltet alle technischen Informationen. Falls Sie gerne wissen möchten, was genau in diesem Standard-Report enthalten ist, fragen Sie bitte bei unseren Vertriebskollegen nach. Die finden den Weg zu uns und wir können Ihnen das gerne zusammenstellen und auch einen Beispielreport schicken, damit Sie im Endeffekt mal sehen, wie die XLS oder CSV-Datei aussieht. Ansonsten ist der Report einfach mit dabei und Sie bekommen den per E-Mail zugestellt. That's it. Da gibt es nicht viel zu konfigurieren oder anzupassen. Deswegen haben wir den per Default einfach in die entsprechenden Servicedienstleistungen mit aufgenommen. Mit Abschluss der Konfigurationsmöglichkeiten der Systeme selbst begeben wir uns jetzt in das eigentliche Deployment, also in die On-Site Installation Details, die noch auszufüllen sind. Und hier geht es los mit der Adresse. Ganz klassisch, im Endeffekt hinterlegen Sie, an welchem Standort die On-Site-Installation der jeweiligen Systeme stattfinden soll. Sie haben, wenn Sie bereits einen Auftrag bei uns platziert haben, die Möglichkeit, die Versandadresse des Auftrages zu nutzen. Oder Sie geben im Endeffekt die Daten neu ein. Wenn wir jetzt das Ganze einmal komplett neu eingeben. Sie haben hier die Möglichkeit, ein Land auszuwählen. Das finde ich allerdings etwas unglücklich, denn die Adresse, an der die Systeme installiert werden sollen, muss innerhalb einer bestimmten Region hinterlegt werden. Das heißt, Sie haben grundsätzlich die Möglichkeit, ein System in Deutschland zu bestellen, die Dienstleistung hier zu bezahlen und dann zum Beispiel in Österreich installieren zu lassen. Sie haben aber nicht die Möglichkeit, ein System in Deutschland zu bestellen, hier zu bezahlen und dann in Ecuador installieren zu lassen. Also es gibt verschiedene regionale Settings, die wir hier beachten müssen. Ich kann Ihnen nicht sagen, warum man das hier auswählen kann. Es macht nicht viel Sinn. Von daher bitte einfach das entsprechende Land, wo es installiert werden soll, sollte dem jeweiligen Lieferstandort entsprechen, beziehungsweise dem Land, in dem wir angeliefert haben. Falls es Abweichungen gibt, bitte unbedingt vorab mit uns drüber sprechen, weil wir dann manuell die entsprechende Dienstleistung auch übergeben müssen. Wir sind in der Webinarstraße 20. Es gibt eine Überprüfung von Stadt und SIP, mir fehlt das deutsche Wort. Es gibt aber keine Überprüfung des jeweiligen Bundeslandes. Das gab es früher mal und dann hat das aber dazu geführt, dass das Tool manche Standorte unserer Kunden nicht dem passenden Bundesland zugewiesen hat. Von daher, müssen Sie hier einfach eine Eingabe treffen. Das kann Quatsch mit Soße sein, aber es muss was drinne stehen. Nur wir überprüfen es mittlerweile nicht mehr. Macht aber durchaus Sinn, wenn wir als Dell wissen, wo die entsprechenden Deployments stattfinden sollen. Auch hier im besten Fall die Angaben so genau wie möglich. Wenn Sie jetzt
einmal eine Adresse hinterlegt haben, dann können Sie auch hier im Endeffekt das Ganze als Template nutzen, denn wir haben noch zusätzlich das Adressbuch. Wenn Sie dann hier reinschauen, haben wir im Endeffekt von einer vorherigen Auftragsrevision bzw. von einem vorherigen Template oder Projekt eine Adresse hinterlegt, die wir jetzt einfach übernehmen könnten. Also Sie müssen nicht für jeden Auftrag manuell immer alles einzeln eingeben, sondern die einzelnen Daten werden nachher in dem Adressbuch von Ihnen auch hinterlegt, damit Sie im Endeffekt die einzelnen Niederlassungen dann auch einfach auswählen können. Wenn Sie sagen, Sie haben bereits eine Übersicht Ihrer 583 Niederlassungen in Deutschland, in die jeweils ein System geliefert werden soll, geben Sie uns bitte Bescheid. Wir haben hier die Möglichkeit, dass wir diesen Schritt verkürzen, indem wir die Daten von Ihnen aus einer Excel-Tabelle zum Beispiel direkt importieren und das Ganze für unsere Deployment-Partner, die im Endeffekt die Vorort-Installation übernehmen, zur Verfügung stellen. Das heißt, die Daten wären dann zwar nicht im Tech Direct hinterlegt, aber wir haben den Zugriff auf die jeweiligen Niederlassungen für die eigentliche Vorortinstallation, was das Ganze ein bisschen einfacher macht. Neben der Adresse hätten wir gerne zusätzlich auch noch einen POC, also einen Point of Contact, der im Endeffekt die jeweiligen Themen mit uns definiert, denn es kommt nach der Adresse die sogenannte Site- oder Techniker-Instruktion. Hier hinterlegen Sie die Daten für uns, die wichtig sind, wenn unsere Techniker bei Ihnen vor Ort sind und im Endeffekt die jeweiligen Arbeitsanforderungen der jeweiligen Techniker. Da macht es durchaus Sinn, wenn der Deployment-Kontakt, den Sie hier hinterlegt haben, auch derjenige ist, der zum Beispiel den Rollout dann überwacht oder der als Ansprechpartner in der jeweiligen Niederlassung vor Ort ist. Denn es geht direkt los mit Fragen, ob denn zum Beispiel Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden müssen. Das heißt, müssen unsere Techniker bestimmte Zertifizierungen besitzen, um überhaupt auf ihr Firmengelände zu können oder in die jeweiligen Installationsräume zu gelangen. Falls ja, dann in jedem Feld im Endeffekt die Möglichkeit bzw. die Bitte, die entsprechenden Daten auszufüllen. Und das Tool wird Ihnen auch jetzt sagen, dass Sie zwar speichern können, aber es macht durchaus Sinn, wenn Sie uns so viele Informationen wie möglich mitgeben, damit wir im Endeffekt auch wissen, welchen Techniker wir zu Ihnen schicken, damit der Rollout so sanft wie möglich abläuft. Dann gibt es Spezialequipment, was im Endeffekt die Kollegen mithaben müssen. Also alles, was außer einem Techniker und seinen Händen noch gebraucht wird. Also gibt es spezielle Zutrittskarten zum Beispiel, die im Endeffekt von Ihnen ausgegeben werden sollen. Gibt es Sicherheitsschuhe, die getragen werden müssen, etc. pp. Das sind alles Punkte, die im Endeffekt hier für das jeweilige Deployment auch mit ausgewählt werden können. Ist Sicherheitsausrüstung für den jeweiligen Engineer notwendig? Gibt es irgendwelche Restriktionen seitens Informationen bzw. Hab und Gut, die dem jeweiligen Techniker abgenommen werden müssen? Also es gibt ja Unternehmen, wo man zum Beispiel die Handys bei Eintritt aufs Firmengelände hinterlegen muss, damit man keine Bilder machen kann etc. Das wäre in dem Moment auch sehr wichtig zu wissen, denn wenn unser Techniker oder wenn unsere On-Site-Engineers, die dann im Endeffekt die Vorort-Installation übernehmen, ihre Telefone abgeben müssen, dann aber Fragen für den Prozess haben oder irgendwas unklar ist, müsste der Deployment-Kontakt mit uns in Verbindung treten, damit wir das Ganze dann übernehmen. Das sind so Punkte, da müssen wir einfach darauf vorbereitet sein, wie dann der weitere Prozess auch auf Dell-Seiten funktioniert, beziehungsweise für unsere Partner, die die Vorort-Installation vornehmen und hier im Endeffekt die Möglichkeit, dass die uns so genau wie möglich definieren, was, wann, wie, wo funktionieren soll, beziehungsweise wie ihr Rollout-Plan aussieht, damit wir den bestmöglich zusammen mit ihnen umsetzen können. Weitere Fragen zum Beispiel, wo sollen die Systeme installiert werden? Ist das direkt am Tisch? Haben Sie eine Sammelstelle, wo die Systeme zusammengestellt werden und dann einfach von Ihnen auch ausgegeben werden?
Ist genug Strom da? Gibt es Netzwerkdosen? Wird ein Aufzug benötigt? In welche Parkanlagen dürfen die Kollegen fahren? Also können sie überhaupt bei Ihnen parken? Haben Sie einen für die Parkanlage bei Ihnen, beziehungsweise für die Parkmöglichkeiten bei Ihnen, eine Registrierung, die erst notwendig ist, etc. pp. Das sind alles so die Daten, die im Endeffekt in dem Tool abgefragt werden. Für jede Vorortinstallation findet auch immer noch mal ein Gespräch mit unseren Partnern statt, damit wir im Endeffekt definieren, was genau wann und wie umgesetzt werden muss. Wenn Sie uns möglichst viele Informationen über das Template in TechDirect zur Verfügung stellen, können wir diese aber schon verwenden, um so eine Vorab-Auswahl im Endeffekt zu treffen. Denn es kommt darauf an, wenn Sie zum Beispiel verschiedene Sicherheitsanforderungen an die Techniker haben, dann müssen unsere Installationspartner auch schauen, dass die entsprechenden Techniker verfügbar sind und in welchem Zeitfenster diese verfügbar sind. Basierend darauf wird dann im Endeffekt der Vororttermin mit Ihnen abgestimmt. Das sind so die Informationen, die wir einfach benötigen, um das Ganze sinnvoll umzusetzen. Für die Arbeitsanweisung, also nach der eigentlichen Information über die Niederlassung, gibt es dann die sogenannten Work Instructions, die im Endeffekt für den Techniker bei der Installation wichtig sind. Hier die Klassiker. Gibt es einen Proxy, den der Kollege einrichten muss? Ja oder nein? Falls ja, was sind die Proxy-Daten? Gibt es einen Domain-Join, der im Endeffekt für jedes System durchgeführt werden muss? Auch hier die Möglichkeit, die entsprechenden Daten zu hinterlegen. Und für die Installation der Systeme dann im Endeffekt auch wieder die Auswahl am Tisch des Endbenutzers oder in einem Sammel oder an einer Sammelstelle. Und hier sehen Sie die Standardarbeitsanweisung unserer Techniker. Das heißt, alles, was hier steht, ist im Preis und im Arbeitsaufwand der Techniker mit inbegriffen. Falls Sie sagen, ja, wir haben zum Beispiel die Systeme alle schon selber an den entsprechenden Arbeitsplatz verbracht und wir kümmern uns darum, dass sich die Mitarbeiter morgens anmelden mit den entsprechenden Informationen und lassen die Systeme dann laufen. Wäre hier die Möglichkeit, dass Sie sagen, okay, Schritte 1 bis 6 haben wir schon erledigt, schreiben Sie es einfach unten mit rein. Genauso, wenn Sie sagen, wir möchten für die Arbeitsplätze einen Drucker mit installiert haben oder wir haben pro Arbeitsplatz zwei Monitore, die installiert werden müssen, aber keinen Drucker. Dann bitte einfach die Informationen hier mit eintragen, damit wir dann schauen können, ob es noch Bestandteil der Standard Service-Dienstleistung für das ProDeploy ist oder ob wir zusätzlichen Aufwand berechnen müssen. Genauso, wenn Sie Datenmengen haben, die auf den einzelnen Systemen hinterlegt sind, Ihre Mitarbeiter, die größer sind als 50 Gigabyte oder 100 Gigabyte im Extremfall. Wenn Sie also technische Zeichner haben, die alle ihre Daten noch zentral, die alle ihre Daten lokal gespeichert haben und dann 400, 500 Gigabyte übertragen werden müssen. Schreiben Sie es bitte da in die entsprechenden Anforderungen mit rein, damit wir einfach wissen, dass es kein Standardprozess ist, sondern dass wir schauen müssen, zum Beispiel, wie kriegen wir die Daten von A nach B übertragen in einem Zeitfenster, was eben den Rest der Installation nicht unendlich nach hinten verschiebt. Bei der Datenübernahme im Endeffekt genau die gleiche Vorgehensweise, hier wieder die Möglichkeit, das Template zu hinterlegen, ein neues zu erstellen und dann zu definieren, was genau bei der Datenübernahme passieren soll. Fängt an bei den Benutzerprofilen, welche Daten sollen übernommen werden. Einfach alles in dem jeweiligen Nutzerprofil oder sollen zum Beispiel Musik und Bilder nicht mit übertragen werden. Sie haben dann die Möglichkeit zu definieren, welche Profile in welchem Anmeldefenster für das jeweilige System übernommen werden sollen. Also zum Beispiel Benutzer, die sich vor 90 oder vor über 90 Tagen das letzte Mal an dem System angemeldet haben, werden nicht übernommen. Benutzer, die sich vor mehr als 60 Tagen etc. oder einfach alle Benutzer, die sich jeweils an dem System einmal angemeldet haben. Sie haben die Möglichkeit, dass die entsprechenden Dateitypen, die standardmäßig übernommen werden sollen, sich einmal anzuzeigen und dann auch zu definieren, ob diese übernommen werden sollen oder nicht. Genauso wie die einzelnen Ordner, die inkludiert oder exkludiert werden sollen.
Und hier im Endeffekt die Übersicht der Einstellungen, die auf unserer Seite in dem Tool automatisch mit übernommen werden. Für alles Weitere, wie gesagt, macht es durchaus Sinn, sich mit dem Installationspartner zu unterhalten, was es für Möglichkeiten gibt, einzelne Applikationen mit zu übernehmen. Einmal speichern, dann ist das Ganze in TechDirect auch in diesem Template hinterlegt. Und falls Sie alle Schritte zu Ihrer Zufriedenheit abgeschlossen haben, beziehungsweise sagen, okay, das ist genauso in dem Umfang auch, wie wir es benötigen, haben Sie immer noch mal die Möglichkeit, sich eine Zusammenfassung anzuzeigen. Und das ist im Endeffekt eine Auflistung der einzelnen Profile, die Sie bei uns hinterlegt haben. Das heißt, wir haben einmal das Build-Profile, also die Konfigurationen der Systeme während der Produktion. Wir haben einmal das Deployment-Profile, also die Vor-Ort-Installations- Einstellungen bzw. Anforderungen. Und Sie können sich das Ganze dann auch einmal runterladen, einfach um das als Zusammenfassung für sich nochmal zu haben oder um das in Gänze auch nochmal an Dell zu schicken und zu sagen, okay, ich habe meine Vorabkonfiguration abgeschlossen, liebe Dell, hier ist die Zusammenfassung, bitte umsetzen. Denn alles, was Sie in der Vorabkonfiguration hinterlegen, ist für uns erstmal nicht sichtbar, es sei denn, Sie sagen uns, dass sie fertig sind. Erst dann sehen wir, dass sie tatsächlich eine Vorabkonfiguration abgeschlossen haben. Für Aufträge, bei denen eine Auftragsnummer bereits hinterlegt ist, sehen wir das automatisch, wenn sie in TechDirect die entsprechenden Optionen fertiggestellt haben. Das heißt, sie haben dann, wenn hier 6 von 6 complete sind und wenn hier 5 von 5 complete sind, haben sie im Endeffekt das gesamte Konfigurationsmenü abgeschlossen. Und wir bekommen dann die Information, dass die Daten ihrerseits hinterlegt sind und wir das Ganze dann übernehmen können. Für alle Einstellungen gibt es auch eine alternative Ansicht, das vielleicht noch ganz kurz, obwohl wir schon drüber sind über der Zeit. Das ist im Endeffekt nur eine andere Ansicht für die gleichen Daten. Das heißt, Sie sehen hier Asset Report, standardmäßig aktiviert, den bekommen Sie. Den können Sie nicht bearbeiten. Sie können höchstens abwählen, aber standardmäßig ist er immer mit dabei. Wir haben das BIOS nochmal, wir haben das Label Design nochmal. Wenn Sie auf die jeweilige Template-ID klicken, bekommen Sie hier nochmal die Ansicht, die im Endeffekt genauso aussieht wie das, was wir gerade gesehen haben. Und jetzt ist das ein schönes Beispiel. Sie befinden sich jetzt in der Software-Export-Compliance und es gibt keinen Zurück-Button oder Sie kommen nicht weiter. Bitte nicht zurück, sondern einfach oben über das kleine Navigationsmenü wieder in den vorherigen Punkt springen, um sauber weiter mit dem Tool arbeiten zu können. Wenn Sie in dieser Übersicht lieber arbeiten, wie gesagt, das ist einfach nur, für mich ist es einfach ein Präferenzding, das beinhaltet die gleichen Daten, nur in einer anderen Übersicht, haben Sie hier nochmal eine Zusammenfassung der einzelnen Dienstleistungen für das Build-Profile. Wir haben getrennt das Deployment-Profil. Das heißt, hier sehen Sie dann auch schon, welche Daten Sie bereits abgeschlossen haben. Das heißt, das Template für die Deployment-Anschrift ist fertig. Alle anderen Daten müssten noch ausgefüllt werden. Und in dieser Übersicht haben Sie diesen blau hinterlegten Button, der im Endeffekt alles automatisch an Dell übermittelt, wenn Sie alle Einstellungen abgeschlossen haben. Also hier wäre dann der Punkt, dass Sie sagen, okay, ich habe meinen Auftrag komplett definiert in diesem Tool und ich möchte dieses Projekt, so wie es jetzt ist, an Dell übergeben. Das ist aber eine ultimative Entscheidung. Das heißt, die Projektdefinition, die wir hier ganz am Anfang, als wir uns das erste Mal ein Projekt angelegt haben, die wir hier getroffen haben, wird komplett gelockt, also geschlossen und kann nicht mehr angepasst werden. Sobald Sie ein Projekt an Dell übergeben, stellen wir aus Datenkonsistenzgründen sicher, dass die entsprechenden Daten von Ihnen in TechDirect nicht mehr angepasst werden können. Sollten Sie dann feststellen, dass Sie zum Beispiel das falsche BIOS-Item hinterlegt haben, müssten Sie ein neues Projekt anlegen und die ganzen Templates im Endeffekt nochmal manuell reinziehen, das korrekte BIOS Template auswählen und dann nochmal an Dell übermitteln. Das für Sie als Hinweis,
wenn Sie einmal ein Projekt an uns schicken, dann ist das bei uns. Und je nachdem, ob es eine Vorabkonfiguration ist oder ob das Ganze ein Live-Auftrag ist, passiert dann Folgendes. Bei einer Vorabkonfiguration bekommen unsere Kollegen im Tech Direct Team im Endeffekt eine Information, dass eine Vorabkonfiguration hinterlegt worden ist. Und sie haben am Ende des Bildschirms auch die Möglichkeit, sich ein Angebot zukommen zu lassen. Hier können Sie dann im Endeffekt die Vorab-Config mit einem Angebot von Dell kombinieren und sagen, für das System, was wir uns ausgesucht haben und die Dienstleistungs- oder das Dienstleistungslevel, das heißt Basic Deployment, Pro Deploy oder Pro Deploy Plus, hätten wir gern ein Angebot, einfach um auch zu schauen, was das Ganze monetär ausmacht. Und falls das Angebot dann zu Ihrer Zufriedenheit übermittelt worden ist, können Sie direkt die Bestellung auslösen und wir verbinden dann für Ihren Auftrag die Vorabkonfiguration mit dem Live-Auftrag. Die Alternative dazu besteht darin, dass Sie erst ein System bestellen, zum Beispiel ein Testsystem mit dem entsprechenden Service Level direkt als Bestandteil des Angebotes, also Basic Deploy, Pro Deploy, Pro Deploy Plus, und bekommen dann die Zugangsdaten für TechDirect, loggen sich dann in das Tool ein, haben aber bereits die Auftragsnummer hinterlegt. Hinter dieser Auftragsnummer sehen wir dann auch gleich den Systemtyp, die Lieferadresse und können diese Daten dann im Endeffekt in TechDirect gleich verwenden. Wenn Sie einen Live-Auftrag in TechDirect an uns übermitteln, dann gehen die Systeme direkt in die Produktion. Aber auch das sind einfach Prozessthemen, die im Endeffekt unsere Kollegen als Engagement Manager oder die Projektmanager von den Config Services mit Ihnen nochmal besprechen. Rein informativ, immer ganz sicher sein, wenn Sie etwas abschicken in TechDirect, denn ansonsten müsste eine neue Projektdefinition erstellt werden. Ich bin leider etwas über die Zeit hinaus. Ich hoffe, es war trotzdem noch okay. Im Endeffekt wären wir dann auch am Ende der Live-Präsentation angekommen. Und bei Fragen für die einzelnen Dienstleistungslevel, beziehungsweise was denn jetzt genau nochmal Bestandteil ist, Angebotsinformationen etc., sagen Sie bitte einfach Ihrem Ansprechpartner bei Dell Bescheid. Entweder dem Kollegen direkt aus dem Vertrieb oder aus dem Servicevertrieb. Die Kollegen werden dann die entsprechenden Informationen für Sie zusammentragen und auch gerne ein Gespräch mit Ihnen suchen, um das Ganze nochmal zu erklären. Falls dann für die eigentlichen Eingaben in TechDirect Fragen auftauchen, auch hier die Möglichkeit, dass Sie uns nochmal kurz Bescheid geben, damit wir Sie nochmal einführen in das Tool, beziehungsweise nochmal unsere Informationen auch weitergeben, was wie wo einzustellen ist, etc. Ansonsten ist das Tool eigentlich recht selbsterklärend. Wie gesagt, die einzelnen Optionen immer mit den jeweiligen Erklärungen hinterlegt. Weil ich es gerade sehe, das war jetzt komplett in Englisch. Wenn Sie Ihre Oberfläche auf Deutsch umstellen, sind die entsprechenden Daten auch auf Deutsch. Wenn ich das jetzt mache, werde ich allerdings ausgeloggt. Deswegen nur als Information. Das Tool gibt es auch komplett in Deutsch übersetzt. Das ist also kein English only. Genau. Das war's von meiner Seite. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit und hoffe, dass wir mit diesem Tool im Endeffekt eine Möglichkeit gefunden haben, dass Sie auch Ihre Verwaltung intern für die einzelnen Deployments ein bisschen übersichtlich gestalten können. Sie können wunderbar mit den einzelnen Templates arbeiten. Wie gesagt, es wird eine Zeit dauern, bis Sie ein Gefühl dafür bekommen, wie Sie die einzelnen Projektdefinitionen hinterlegen. Das ist ganz normal. Das ging fast jedem Kunden so, mit dem ich am Anfang zu tun hatte. Aber wenn Sie einmal drin sind, ist das eine wunderbare Möglichkeit, auch die entsprechenden Daten einfach zu pflegen. Denn Sie können bestehende Templates aufrufen, geringfügig anpassen und als neues Template abspeichern. Und so sind zum Beispiel auch Produkttransitions bei Dell relativ einfach zu handeln. Dann danke ich Ihnen für Ihre Zeit und übergebe einfach an Stefan. Und danke schön, Ronny. Ja, von meiner Seite her, wie auch Ronny schon gesagt hat, wir sind soweit
durch, was das Webinar anging. Ich denke mal, das war sicherlich sehr interessant. Auch dass es ein bisschen länger gedauert hat, sollte soweit, denke ich, kein Problem gewesen sein. Aufgrund der Fülle der Informationen war das einfach erforderlich. Ja, soweit sollten auch alle Fragen beantwortet sein. Ich habe das nebenbei schon mal immer mit beantwortet, wenn da was kam. Wenn noch irgendwas sein sollte, kontaktieren Sie uns. Hier rechts nochmal gezeigt ein paar Möglichkeiten, wie Sie uns kontaktieren können, wie Sie mich zum Beispiel kontaktieren können, wenn Sie Fragen haben, Vorschläge haben oder ähnliches. Und ansonsten, wenn es Fragen direkt zum ProDeploy gibt, wie schon erwähnt, setzen Sie sich einfach hier mit unserem Vertrieb in Verbindung und stellen Sie Ihre Frage dar. Und dann bedanke ich mich bei Ihnen fürs Zuschauen. Danke nochmal an dich, Ronny. War super interessant. Und ja, dann hoffe ich, dass wir Sie bei einem der nächsten Webinare wieder begrüßen können. Wünsche Ihnen noch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke, tschüss.